Heyo, willkommen zurück bei Book of Demons. Dauert ja nicht mehr so lange, dann sind wir schon beim nächsten Boss. Wir sind schon sehr, sehr weit. Wir gucken nochmal, was wir hier so alles haben. Ah ja, genau, die Kartenaufwertung wollten wir, glaube ich, so weit gar nicht schreiben. Vor allen Dingen, hier sowas aufzuwerten, das bringt jetzt nichts mit drei Mana, die wir noch hier zur Verfügung haben. Genau. So, wir machen jetzt mal dann deswegen auch sofort weiter, wir haben ja nichts mehr zu labern. Und wir haben noch einen aktiven Dungeon. Hier unten ist schon der Antipapst. Das heißt also, dauert nicht mal so lange. Wir können, glaube ich, auch nicht mehr die volle Größe an Dungeons kreieren, weil das würde sich beißen mit dem Boss hier. Wobei ich ja gesagt habe, wir machen jetzt eigentlich nur mittlere, weil das ist eigentlich die eine sehr gute Größe, dauert nicht zu lange und ist dann auch nicht zu groß, die jeder Abschnitt, ne? So habe ich das ja eigentlich mal gedacht. Ist ganz schön, die Idee. Schon, das ist auch ein Dämon, ne? Also das sind schon so, man kommt jetzt so langsam an den Punkt, wo wir zur Hölle kommen, und da wird dann auch hier schon mal so ein paar Mal auftreten, dass wir auf Gegner treffen, die eigentlich erst so wirklich stark in der Hölle vorkommen. Achso, oh, den haben wir noch gar nicht. Oh shit, den haben wir noch gar nicht. Egal. Ich dachte, den hatten wir ja schon die Runde, aber haben wir noch gar nicht. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Panik. Das ist natürlich jetzt super uncool. Wobei natürlich das, wobei wir gegen Feuer eigentlich geschützt sind. Also wir können ja da drin stehen, ne? Das, wir haben ja hier, die haben ja den Schuh an, der uns das ermöglicht. Wenn wir natürlich zu lange drin bleiben, dann bringt das auch nichts. Aber da sind wir zumindest ein bisschen geschützter, wenn wir in die Feuer eigentlich hinterkommen. Das war jetzt doch nicht so ganz schlimm. Level up! Nice, so wollen wir das doch. Nochmal Mana. Lief doch eigentlich alles easy ab. Ja, das Feuerding, das haben wir ja auch schon, ne? Dieses Feuerteil da, wo man dort Feuerherzen besser zerstören kann. Das heißt also, dass wir auch gut für die Hölle gewappnet sind. Das ist alles schön. Läuft alles. Läuft alles nach meinem Plan, den ich habe. Zumindest tue ich so, als hätte ich einen. Da ist unten noch eine Spinne spawnen muss. Ich
Oh, wie viel wir von den Schüssen abgeblockt haben. Also im Endeffekt alles. Das ist ja der Shit. Das Schild ist schon geil. Und wie viel uns das später noch was bringt, ist natürlich die Frage, ne? Eine neue Karte. Rüstungsabbau. Achso, damit kann ich quasi mit einem Schlag alle Gegner auf dem Bildschirm die Rüstung entfernen lassen. Ist natürlich auch nicht so schlecht, ne? Aber das ist nicht meine favorisierte Vorgehensweise. Ah, das war jetzt ein Spruch, was auf dieses Bild da an der Wand da irgendwie war, ne? Das, genau, das ist so ein Bottich, wo man Mana und Leben aufladen kann. Und Level abgeschlossen. Nice. Und wir haben noch einen Gegnertyp, den wir noch nicht gesehen haben. Interessant. Das ist wahrscheinlich der hier, ne? Das sind jetzt noch so normale Herzen, eigentlich mit normalen Herzen, aber so langsam geht das wirklich dahin, dass wir immer mehr so Dämonen sehen aus der Hölle. Achievement! Hier lang, vielleicht spawnt er hier noch irgendwie. Genau, das habe ich mir gedacht. Oh nein. Na gut, Gift ist jetzt so etwas, da kann ich ja ruhig mal reingehen. Das ist nicht mehr so schlimm wie damals noch am Anfang, wo ich dann gerne mal alles giftig ausgewichen bin. Das brauche ich ja jetzt nicht mehr so wirklich. Geladener Nick. Hier haben wir mal alle Zauber abgeblockt. Selbst diese Blitzkacke. Ich habe ja hier den Stiefel an. Da macht mir das nichts mehr aus. Natürlich schon praktisch, ne? Achso, das ist hier noch geblockt. Zack, zack, zack.
noch nicht alles. Ja, da blinkt auch noch was. Ich hab was vergessen. Ah. Oh, da haben wir noch einen neuen Gegner, den wir noch nicht gesehen haben. Wir müssen natürlich nach den Antipups nochmal komplett zurücksetzen. Da werden wir nochmal ganz viele neue Gegner sehen. So, dann irgendwann haben wir auch alles. Alles, was man so sehen kann, gesehen. Das ist jetzt uncool, diese Situation hier. Der Boss, der macht ein bisschen Hammerzamba gerade. Der shit einfach nur. Gut, den Teleporter, den hat er noch mitgenommen, aber alles andere haben wir zumindest. Naja, was ist mit dem los? Der geht mir ja voll auf den Sack, vor allem, weil er dann wegspringt. Einfrieren ist auch super nervig. Boah. Sind irgendwie die blöden. Die blöden Leuten, die dann immer ihre komischen Speere von ganz weit wegwerfen. Die zwar alle sehr, sehr, sehr geil abblocke, aber das war auch nicht alles. Ne? Also, man merkt diese ganzen Eisdinger, die teilweise die kommen durch. Jetzt ist der Boss zumindest irgendwie draufgegangen. Nerven die mich an, ey. Jetzt werde ich erstmal alle zerstört hier. Nein, da ist ja noch einer! Und der ist ja mal mega lang! Von wegen, jetzt werdet ihr alle zerstört, ey. Nein! Nein! Das ist ja wirklich die Fernangriffsparty hier. Bisschen besser ist es ja schon zumindest schon mal geworden. Neue Karte. Hier eine Mana-Karte. Ballung. Zieht Monster in Richtung des Ziels. Also so ein Ketten-Dingens. Also, dass ich dann da was ranziehe zu mir wahrscheinlich. So, und jetzt gehen wir mal diese ganze Kacke an mit den Leuten, die mich hier die ganze Zeit abwerfen. Das geht mir voll auf den Sack. Ich glaube, das haben wir sogar schon irgendwie hinbekommen. Wie nervig das war.
Das haben wir natürlich noch mal ein bisschen Party hier mit den Gegnern, die jetzt kommen wegen der Truhe. Na, erstmal hier hier unten wegmachen. Und jetzt. Ja, klar doch. Alles Eisgegner. Große dabei gewesen, alle anderen waren halt so kleine, die man mit einem Hit halt besiegen konnte. Die flüchten immer. So. Haben wir das. Und noch die letzte kleine Bereich mit einer Spinne oder einem Skorpion, den wir noch nicht gesehen haben. Kein Problem, kriegen wir alles hin. Das ist er. Den haben wir noch nicht gesehen, so ein Eis. Heini. Ist jetzt aber auch nicht so die Bedrohung. Oha, was haben wir denn da bekommen? Wir haben bekommen Hasenfuß. Schützt vor kritischen Treffern und den Zurückstößen des Mauszeigers. Ob wir das irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Also da bin ich noch nicht so überzeugt, dass wir das auch irgendwie benutzen. Shit. Wie viel Damage macht ihr denn bitte? Zurück. Oh nein, hat er sich irgendwie geheilt oder so eben gerade? Problem. Ah, scheiße, da bin ich voll reingelaufen. So. Haben wir einen
Wir sind jetzt neuer Rang. Meister der Krieger. Ich glaube, das ist auch der letzte Rang, den wir überhaupt erreichen. Oder? Müssen wir mal kurz gucken. Holen wir dann wieder ein Level ab. Ja, ich glaube, das ist der letzte. Der letzte Rang. Ich guck mal kurz. Irgendwo muss ja auch stehen, wie weit wir überhaupt maximal leveln können. Steht es hier in irgendwo erstmal? Ja, aber man kann nur bis zu einem ganz bestimmten Level. Also es gibt ein Level Cap in dem Spiel. Und ich glaube, das ist auch der letzte Rang, den man irgendwie hier erreichen kann. Also im Endeffekt, ich weiß jetzt nicht, was ein Rang wirklich irgendwie bringt. Ich glaube, das ist nur, damit das Aussehen sich ein bisschen ändert. Ja, sieht man ja, jetzt sind wir hier so der Goldene ein bisschen. Jetzt sehen wir ein bisschen stylischer aus. So, haben wir geschafft. Der wütende Vogel, ne, kennt man ja aus Angry Birds. An den wollen wir auch haben. Ja, und dann gehen wir mal in die Stadt. Aber nichts zum Labern. Stay and listen for a while. 50k brauchen wir. Um einen neuen Platz freizuschalten, haben wir noch nicht identifizierte Karten. Wir gucken mal, was wir da so haben. Elektrischer Helm des Wolfs. Entlädt angesammelte Energie als elektrische Ladung. Das klingt durchaus interessant. Oha, das ist... Das schmetterte, geweihte, blutige Rüstung des Wolfs. Bringt verlorene Herzen zurück. Ja. Das ist gar nicht mal so schlecht. Erhöht die Trefferchance bei Dämonen. Das ist ganz gut, weil da kommen wir ja bald hin. Erhöht die Trefferchance bei Gargoyles. Ich glaube, die werden wir trotzdem auch immer noch treffen. Oh, Max Herzchen erhöht um 1. Ja. Wir wählen das mal aus, dann haben wir das hier unten. Ja gut, das ist jetzt... ist dann so, ne? Können wir noch switchen auf den Helm? Können wir noch switchen auf irgendwas anderes? Wobei das, glaube ich, ist aber egal. Okay. Achso, die haben noch geblinkt. Bei dem Körperkarten haben wir schon fast alles. Bei der. Ich hab mal kurz das versuchen. Ich glaube, man kann doch. Kann man nicht auch. Genau, abwerten. Und zwar ist es ja so, dass wir jetzt ja diese Karte hier benutzen. Diese hier, diese magische Weihe. Aber ich guck mal kurz hier hin. Ausweichen bei Geistern. Ja, ich finde das dann noch ein bisschen besser. Und das haben wir schon einmal geupgradet. Das heißt, im Grunde genommen können wir das auch irgendwie wieder abwerten. Bekommen nämlich bei Runenkarten. Oh, guck mal, jetzt habe ich sogar Achievements gemacht, die ich noch gar nicht hatte. Auf Steam. Kann man mal das auch so sehen, ne? Das ist auch sehr praktisch. So, haben wir das einmal gedowngradet. Dann könnten wir theoretisch einmal das hier upgraden. Ich weiß gar nicht, auf was. Auf 8. Das hatten wir vorher auch. So. Und somit nehme ich auch das.
Ja, ist doch schon mal ganz schön, ne? Dann schauen wir mal. Hier rein und dann stellen wir uns mal den nächsten Dungeon, würde ich sagen. Wir können nur noch Mittel machen. Wir können gar nicht mehr als groß, also mehr als Mittel geht momentan gar nicht mehr. Und das wäre sogar dann auch der letzte Dungeon. Also mehr geht dann nicht. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir den letzten Dungeon, das letzte Spiel quasi vor dem Boss machen. Eventuell, ich glaube mal nicht, dass wir in dem nächsten Mal dann auch schon den Boss angehen werden, aber wir kommen der Hölle näher. Schon mal was. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann gehen wir weiter. Gehen wir Richtung Antipapst. Der dürfte jetzt eigentlich auch nicht. Ah ja, gut, das ist scheinbar nicht mal ein Bug, dass der Boss dann irgendwann hier nicht mehr angezeigt wird, weil das war ja beim letzten Mal auch schon so. Das ist dann einfach hier irgendwie dann verschwunden. Taucht dann wieder auf. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.